Also ich kann euch allen oder Ihnen allen eins noch auf den Weg geben. Die Hoffnung darf man sowieso nie verlieren. Das ist klar. Man sollte, auch wenn es manchmal schwer fällt, das trotzdem ja immer wieder dran glauben, dass es auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Das habe ich zwar letztes Jahr auch gesagt und es ist dann eigentlich noch wieder schlechter geworden im Herbst dann 2020 und so weiter. Aber ich gebe trotzdem nie auf es sind ja auch Lichtblicke da, ob das eine Impfung ist oder ob das Schnelltest oder dies oder das. Man kriegt so, ich habe so ein Bauchgefühl und da vertraue ich drauf. Und man sollte einfach auch manchmal nicht so viel, nicht nachts, das kann ich euch allen sagen, nachts nicht noch Nachrichten reinballern in den Kopf. Ihr braucht euren Schlaf und versucht es mit eurer Familie, mit euren Freunden, das so weit, so intensiv zu genießen, wie es geht.